Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein sehr großes Paket vor mir stehen und es ist der Karton von einer Degusta-Box, aber da ist keine Degusta-Box drin, sondern es ist ein Trash-Tausch-Paket von der lieben Marion. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Marion und ich machen ja öfters mal Trash-Tauschpakete. Das heißt, wir schicken uns Fotos hin und her und suchen uns dann aus dem Aussortierten von der anderen was aus. Genau. Was ich ihr geschickt habe, habe ich dir letztens in meinem Aussortiert-Video gezeigt. Also da habe ich auch gezeigt, was ich an Marion schicke, was ich auch an andere Ladies schicke. Da kommen jetzt auch noch in der nächsten Zeit die Videos online, sobald ich die Pakete bekomme. Und ja, reingucken, ne? Also sie hat auch schon geschrieben, sie ist nämlich immer so ein Fuchs, ne? Mensch, Claudi, ich habe dir noch was mit beigelegt oder ich habe noch was für Sammy beigelegt. Deswegen ist der kleine Mann hier auch neben mir und schon startbereit, würde ich sagen. Und freut sich auch schon drauf. Ja, Sammy, ne? Die schnuppert. Die liebe Marion hat nämlich Katzen und die verbreiten dann schon mal ihren Duft, sodass Sammy dann auch direkt die Katzen riecht und schon tagelang um diesen Karton drum zu schnuppert. Okay, wow. Okay, wow. Es ist sehr, sehr gut gefüllt. Also, ne? Ich bin gespannt, was da drin ist. Und Sammy auch. Der hängt hier schon fast auf dem Schoß. Ich weiß, ihr hättet es am liebsten, wenn er mir auf dem Schoß hängen würde. Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, ihm ein Treppchen zu bauen. Also, das kommt irgendwann noch. Der stupst hier gerade an den Karton ran. Du bist ja einer. Das ist übrigens hier mein Make-up-Entfernungslappen. Das ist schon schön bunt hier, ne? Läuft. Sie hast Bock. Ich weiß nicht, ob da was für dich drin ist. Das müssen wir gucken. Als erstes haben wir hier ein Schreiben. Hallo Claudia und Sammy. Ich hoffe, ihr beiden seid gut in das neue Jahr gekommen. Ja, ruhig, aber gut. Also ruhig und gut, ne? Leider passte nicht alles für Sammy in das Paket. Ich schicke es bald nach. Ich hoffe, die Sachen gefallen euch beiden und auch diesmal ist ein kleines Engelchen versteckt. Ich hoffe, es leistet gute Dienste und passt auf euch auf. Alles Liebe von M und den Fellies. Vielen Dank, liebe Marion. Ich bin sehr gespannt, was sich drin befindet. Und Sammy ebenso. Der schlawinert hier schon so durch die Gegend. Das ist großartig. Okay, als erstes habe ich hier ein Täschchen drin. Und das hat sie so mit beigelegt, das kann ich euch so sagen. Finde ich richtig cool als Sommertasche. Das ist halt so eine Umhängetasche. Hey du! Hm? Ich muss euch ein bisschen runterstellen, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Sammy sehen. Dann seht ihr weniger von mir, aber ihr seht den kleinen Mann. Sammy sieht man dich? Nein. Die Kamera fällt hier halb runter, aber hey, das ist okay. Ne? So. Was denn in der Tasche, Sammy? Was denn in der Tasche? Ohohoho, aber das sind ja Leckerlis für Frauchen. Es tut mir jetzt sehr leid. Okay, hier haben wir von Yves Rocher so einen Buffer. Den kann man halt für die Nägel ganz gut verwenden. Ja, ich weiß, Maus. Das ist furchtbar, ne? Dann von Isana eine Glow-Maske. Die ist mattierend. Die muss noch getestet werden. Das muss ich mal schauen. Das hat sie mir geschrieben, dass sie das reinpacken wird. Von Isana Glow Up Hydro Glow Konzentrat, wie der ausrastet, ey. Strahlender Teint mit Pfingstrose und Provitamin B5. Und da sagte sie, musste sie direkt an mich denken, eben wegen Rose. Und ich liebe Rose. Hier halte ich ja schon die ganze Zeit Süßigkeiten hoch. Der hüpft mir hier gleich echt auf den Schoß. Was ist das? Oh, von Emma Hardy. Sammy, ist okay. Warte doch. Sei geduldig. Du musst vor allem auf diese Seite. Da hinten kann man dich nicht sehen. Komm hier rum. Na komm. So, da kann man dich auch sehen. Die Kamera ist nur hier unten hingerichtet wegen dir, Maus. So, ein Moringa Cleansing Balm. Der kommt aus dem Adventskalender. Den habe ich tatsächlich auch schon bei mir. Und das finde ich super. Der wird auch getestet. Dann haben wir hier noch weitere Leckerlis drin. Aber für Frauchen, Sammy, nicht für dich. Schokolade ist Gift für Hunde. Das darfst du nicht. Und das hatte sie mir auch geschrieben, dass sie mir das beipackt von Emma Hardy, Brilliant Facial Oil. Genau, ne? Weil ich Gesichtsöl in letzter Zeit jetzt vor allem so im Winter sehr gerne verwende. Sammy, ich habe die Kamera nicht runtergerichtet, damit man mir auf mein Dekolleté gucken kann, sondern damit man dich sehen kann. Ich gucke mal, ob ich für den verhungernden Hund hier irgendwas drin finde. Ja, natürlich, ne? Natürlich ist da was für den kleinen Mann drin. Deli Best Vital Natura Snack. Mit grünen Lippenmuscheln. Sammy.
Grünlippmuschel. Das ist glutenfrei, gut für die Knochen und Gelenke und Bänder, ein Naturasnack. Also, Sammy, du hast ja noch kein Abendbrot bekommen und wir haben schon 6:55. Normalerweise ist 6:30 immer seine Abendbrotzeit und jetzt hat er natürlich Hunger für 10 und dann bekommt er jetzt natürlich ein. Geduldig wartet er. Oh je, das riecht interessant, muss ich gestehen. Also das wäre jetzt nicht unbedingt etwas, was ich gerne essen würde. Pass auf, nicht, dass du irgendwo gegenläufst. Und während der kleine Mann jetzt seinen Yam verspeist, können wir hier ja mal weitermachen. Ganz heimlich. Oh, das hatte sie mir ja geschrieben. Mega. Das finde ich ja schön. Sie hat gesagt, oh je, ich hoffe, alles ist heile angekommen. Oh, von der kleinen Meerjungfrau, Little Mermaid, hat sie mir eine Tasse reingepackt. Und sie hat so recht, Tassen kann man nie genug haben. Das hatte sie mir auch geschrieben. Hörst du? Der kleine Mann schlabbert da rum. Oh, hier ist so ein Engelchen mit drin. Also in diesem Täschchen, was in der Tasse drin war. Hier haben wir ein kleines Engelchen und das darf mich beschützen. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Das ist total niedlich. Kommt nämlich aus ihrer Heimatstadt und ja, Dankeschön. Das ist echt süß. Wie geil diese Tasse ist, ne? Ich bin ja ein Fan von sowas. Richtig schön. Danke. Okay, ja. Das ist ein Spielzeug von Zooplus. Mouth Massage Pick. Wie geil ist dieses Schweinchen, bitte? Also, dieses Schweinchen wird sehr schnell tot sein, ne? Das muss ich so sagen. Aber du hast hier so einen Igelball drin. Das ist natürlich ziemlich cool. Aber ich denke, dass sehr, sehr schnell dieses Schweinchen weg sein wird und dafür dann nur noch der Igelball da sein wird. Das werden wir gleich sehen. Ich entferne mal dieses Viech. Und wenn er gleich fertig ist, dann kriegt er sein Schweinchen. Boah, das ist süß, oder? Wir schauen es uns noch einmal ganz kurz an. Es wird gleich einfach vollkommen vernichtet werden. Oh, das weiß ich jetzt schon. Ich mache hier schon mal dieses Ding ab. Weil das ist eines der ersten Dinge, die immer abgerissen werden und was dann quasi eine Schwachstelle ist, wo er dann immer weiter knabbert. Oh, niedlich. Es ist so weich und es ist rosa. So, als nächstes hat sie mir reingepackt von Goldwell Sun Reflects UV Protect Spray. 30 ml, das ist ein Zwei-Phasen-Spray für die Haare, was halt so ein Hitzeschutz sein wird. Dann hatte ich mir ausgesucht die straffende Augencreme von Judith Williams, Tech Science, grüne Biotechnologie für schönere Haut. Genau, das hatten wir jetzt auch getauscht. Judith Williams finde ich immer wieder interessant, ne? Also ich hatte ja auch die, oder habe ja auch die Make-up-Reihe von ihr, das ein oder andere Produkt schon getestet. Und jetzt auch eine Augencreme, das heißt die Pflegereihe darf auch weiter getestet werden. Finde ich super spannend. Und wir haben das halt öfters, dass wir beide so Boxen geschickt bekommen und dann tauschen wir auch einfach die Inhalte der Boxen. Das heißt, dann sind da auch neue Produkte mit drin, also auch die Pflegeprodukte, sodass ich dann da entweder was für mich habe oder für mein Umfeld. Und ja, macht auf jeden Fall immer wieder Sinn. Ja, Sammy, was? Möchtest du dein Spieli? Ich hätte hier was. Es ist ein Schweinchen. Magst du das Schweinchen? Sag hallo, willst du es haben? Mach jetzt. Gib die Pfote. Das ist fein. Wir sagen Tschüss zum Schweinchen. Es wird gleich vernichtet. Jetzt spielt er damit. Möchtest du damit stiften gehen? Na, legt sich da vorne hin und spielt erstmal rum. Herrlich, so ein kleiner Hund, oder? Klein vor allem, ja. So, als nächstes hatte sie dieses Produkt auch quasi aussortiert. Ja, und das habe ich mir gerne mitgenommen, denn ich mag diese Love Rose Maske sehr, sehr gerne. Habe sie ja auch schon verwendet und die hier ist echt noch komplett neu. Du Verrückte, Verrückte, Verrückte. Die ist richtig klasse, ne? Also es ist mit Herzchen, dann hast du hier diese Maske drin. Sammy, was machst du da? Jetzt rennt er hier mit seinem Ding durch die Gegend. Weißt du nicht, wohin damit? Hm? Und die finde ich echt gut. Also die kann ich auch bei unreiner Haut sehr gut empfehlen. Ich habe jetzt aktuell unreine Haut. Das heißt, die werde ich dann auch mir unter die Dusche stellen, legen bzw. mit runternehmen, wenn ich quasi die benutze. Das ist so eine Peeling-Maske. Das heißt, das ist also die Rose weichst du so ein bisschen im Wasser ein. Ich mache das in so kleine Pöttchen, wo du quasi Cremes drin abfüllen kannst, dass ich da einfach ein bisschen Wasser mit reinmache und dann die Rose rein. Dann musst du es da einfach so 5 Minuten drin liegen bleiben, dass die so ein bisschen weicher wird. Dann kannst du damit so über die Haut gehen und hast eine ganz dünne Schicht auf der Haut. Dann kannst du dir das einmassieren
ein bisschen drauf lassen und dir das dann runternehmen. Und danach hast du echt schöne Haut und die, ja, ist halt echt für eine Mehrfachanwendung. Deswegen richtig geil. Das nächste, was sie mir mit reingepackt hat, das hat sie aber tatsächlich, hat sie das nicht sogar für mich? Ja, das hat sie für mich gekauft, das weiß ich noch. Isana Young Body Sorbet City Girl, traumhafter Himbeerduft mit zartem Schimmer. Und da war sie im Rossmann und musste direkt an mich denken und hat das für mich mit eingepackt. Das ist echt total süß. Und da riechen wir doch mal dran. Ist halt noch zu. Aber dieser extrem süße, fruchtige Duft kommt direkt raus. So geil. Oh, danke schön. Das, ja. Ne? So, hier habe ich das nächste. Ist immer schwierig. Man muss die Sachen immer so sicher einpacken. Sonst kommen sie echt blöd an. Das wollen wir ja nicht. Da habe ich mir ausgesucht die Luvia Golden Eyeshadow Palette Forever Matte Shades Volume 1. Und die habe ich mir ausgesucht für meine Stiefschwiegermama in Spee, weil die mich immer wieder fragt, Mensch Claudia, hast du nicht so eine komplett matte Lidschattenpalette? Und jetzt habe ich hier eine. Die ist halt wirklich komplett matt in Nude-Tönen. Und da werde ich sie mal fragen, ob sie dafür Verwendung hat. Ansonsten werde ich die ja natürlich spenden. Wisst ihr ja, ne? Ich spende ja auch immer mal wieder gerne paketeweise dann Sachen. Genau. Das finde ich cool. Und Sammy hat schon das erste Füßchen. Nein, es ist ein Öhrchen. Das erste Öhrchen hat er ab. Hier haben wir das nächste. Reinigungsöl und Maske. Cleansing Oil and Mask von Freiöl. Anti-Pollution and Detox Effekt für alle Hauttypen und für sensible Haut. Das ist etwas, was ich tatsächlich in allererster Linie bei meiner Mama sehe, weil die halt sehr sensible Haut hat, weil Freiöl einfach auch eine gute Marke ist und da kann sie sehr, 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 sehr was Gutes mit anfangen. Genau. Oder man nimmt es halt ganz normal als Reinigungsöl, um die Haut zu reinigen. Reinigt besonders hautschonend und tiefenwirksam und seifenfrei. Auch das finde ich immer sehr, sehr gut. Befreit die Haut von belastenden Stoffen und unterstützt die hauteigene Entgiftungsfunktion mit Magnolienextrakt. Oh. Make-up-Entferner. Selbst augenfestes Make-up, Gesicht und Augen wird entfernt, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Genau, ne? Deswegen. Meine Mama schminkt sich ja natürlich auch und da kann ich mir das gut vorstellen. Und sie hat mir auch mal gesagt, dass sie sich sehr, sehr gerne mit Öl und mit Cremes abschminkt. Und da ist es doch das perfekte Produkt für sie. Der erste Fuß ist jetzt auch ab und das zweite Ohr auch. Hm, Sammy? Nee, das ist gar kein Ohr. Das waren... Ach so, Vorder- und Hinterpfötchen. Ah, du machst da Sachen. Hm? Willst du mehr? Ich merke das wohl. Ja, hier ist auch was drin, Leute. Das ist, hat sie mir auch geschrieben. Sie hat einen Eimer bestellt für Sammy. Weil der Hund ja immer so verhungert, ne? Das ist ein Kilo-Maus. Doc Mio Biscuits. Also, Marion. Als ob Sammy hier verhungern würde. Sammy, würdest du dich erbarmen, auf die andere Seite zu kommen? Hier, so, vielleicht? Und der klettert einfach unter dem Stuhl her. Wenn ihr das gesehen hättet. Leider habt ihr das nicht gesehen, schade. Aber ich hab's gesehen. Der macht das also unfassbar. So, du kleiner verhungernder Hund. Hm? Das hier ist ein Eimer gefüllt mit Yum. Achso, das ist zum Hochklappen. Ach, guck mal, das kann man so transportieren. Das ist auch cool, ne? Ich weiß, das interessiert dich überhaupt nicht. Wie kriege ich das auf? Hier ist offen. Hast du Bock? Nein, du hast überhaupt keine Lust, ne? Wie kriege ich die denn jetzt auf? Krass. Also, Alto Belli. Herr Hund, möchten Sie dieses Leckerli haben? Okay, Fräuchen darf also gleich wieder wischen, ja? Schmeckt der Boden gut, ja? Muss der Boden schön abgeleckt werden? Ist gut gemacht. Ein bisschen noch ein? Hab's. Das ist echt gerade eine schöne Party für den kleinen Mann. Ja, ist gut gemacht. Ist gut gemacht, du kleiner verfressener Mann. Du kleiner verfressener Mann. Ja. Wie der einfach hier über den Boden leckt. Ist so gut. Noch ein? Nehmen wir den vielleicht? Nicht die Tasche essen? Ist gut, ne? 1A. Sammy bedankt sich schmatzend auf seine eigene Art und Weise. Und er wird jetzt auch ab und an wieder hier so ein Leckerchen von mir kriegen vom Tisch. Ist es okay? Also von diesem Tisch darf er das kriegen, von unserem normalen Tisch natürlich nicht. Ja, vielen Dank, Marion. Der Mann wird jetzt endlich nicht mehr verhungern. Richtig cool.
Sie versorgt mich übrigens immer mit dem Manakadar-Puder, ne? Das ist so ziemlich mein absolutes Lieblingspuder, weil es einfach so wundervoll ist. Das ist ein gepresstes Puder und das ist jetzt garantiert Backup Nummer 8. Oh, richtig geil. Candy by Ombia, ein Body-Joghurt Candy Apple. Das ist dieser hier. Das finde ich cool. Das ist vegan, da sind 300 Milliliter drin. Boah, riecht der geil. Voll nach diesen Kirschbonbons. Oh, danke schön. Ja, Maus, du wirst verhungern. Du wirst verhungern. Restlos. Dann haben wir hier True Hibiscus. Pure Moisturizing. Nein. Pure Moisturizing Cream. Das ist eine, oh geil, eine richtig coole Gesichtscreme mit Hibiskus in so einer extrem geilen Verpackung. Also das ist sehr, sehr hochwertig. Finde ich voll cool. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das ist eine schöne Größe zum Probieren, zum Testen. So einen richtig geilen Holzdeckel. Riechst du so auch nichts durch? Und Sammy weiß nicht, gehe ich jetzt zu meinem Spieli und reiße es weiter auseinander oder bettle ich Frauchen noch weiterhin für Jam an? Weil er riecht natürlich, dass der Karton hier offen rumsteht, ne? Ach, Sammy, du hast ein schweres Leben. Ich weiß das. Und du weißt das noch viel mehr, ne? Ja. So. Was ist denn wohl in diesem hier drin? Eine Tube, ja. Roger and Gallet Rose Mignonnerie. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Ein Duschgel? Mega geil. Richtig geil. Dankeschön. Riecht so wundervoll nach Rose. Oh, das ist ein Traum. Ich liebe es. Hey, Sammy, hm? Oh ja, oh ja. Hier habe ich den 24 Hours Brow Setter von Benefit mir ausgesucht. Ich liebe ihn. Er ist einfach großartig. Habe ich jetzt heute auch drauf und das ist jetzt mein Backup. Finde ich total klasse. Dann von Smashbox die Full Exposure Mascara. Das muss mal getestet werden. Ich habe keine Mascara von Smashbox und werde die jetzt auf jeden Fall mal testen. Die gucken wir uns mal an. Oh, schön. Oh, sieht die schön aus. Ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen haben wir hier. Riecht ganz, ganz, ganz zart dezent. Das finde ich auch angenehm. Super klasse, danke. Und dann noch eine Full Size von Love the Forbidden Dramatic Volume Mascara. Das ist diese hier. Die ist noch komplett zu und die bleibt jetzt auch erstmal zu. Mega. Sammy, möchtest du noch draußen? Oder möchtest du hier weiter rumwuseln? Wuseln, ne? Ja. Nein, er möchte schon nach draußen. Ich lasse den mal eben kurz nach draußen. Ich lasse einfach mal die Tür auf, dann kannst du dich entscheiden, ob du rein oder raus, hin oder her. Komm mal her. Komm mal her. Ist gut? Sehr schön. Sammy hat das nämlich manchmal, dass wenn er dann so Leckerlis hat, dass die sich hier hinten irgendwie in seiner Wange verhängen. Ich weiß es nicht, wie man das nennen soll. Und dann massiere ich ihm kurz so ein bisschen die Backen, die Wangen, dass es halt wieder nach vorne rutscht und dann kann er das ganz normal weiterkauen. Aber er musste auch erstmal lernen, dass Frauchen ihm durchaus dabei helfen kann und dass es auch echt easy ist für mich, ne? Ist echt süß. Möchtest du noch mehr? Und hast du verfressen? Und Frauchen gibt auch immer weiter, ne? Okay. So. Dann hat sie mir Isana Creme Dusche Rose Dream mit zauberhaftem Rosenduft inspiriert zum Träumen. Richtig geil. Das hat sie für mich geholt und mit reingepackt und oh, sie weiß, wie sehr ich Rose liebe. Boah, riecht das geil. Das riecht wie ein frischer Strauß Rosen. Boah, riecht das lecker. Dankeschön. Das ist so ein typisches Valentinstags-Duschprodukt, würde ich mal so sagen. Mega geil. Limited Edition, Leute. Guckt schnell im Rossmann, wenn ihr solche Düfte mögt. Möchtest du was Spezielles? Noch ein Yum? Gleich ist die Kiste leer. Dann hast du ein Kilo Leckerlis gegessen. Oh ja, das hatte ich mir auch ausgesucht. My Little Beauty Bon Baise Mousse Bleu. Ich glaube, das ist eine Foundation, oder? Oder ist es ein Primer? Ich weiß es nicht. Wenn erst einmal die Basis stimmt, gibt es keinen Grund, sich um den Rest deines Looks den Kopf zu zerbrechen. Mit diesem Mousse, das zu 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und dazu auch noch frei von Silikonen ist, lösen sich lästige Hautprobleme in Luft auf. Ein haselnussgroßer Klacks genügt, um Unreinheiten und
große Poren und Fältchen zu kaschieren. Dieses luftige Mousse mit Wasserlilienextrakt schützt, spendet Feuchtigkeit und reinigt deine Haut. Trage einen Klacks von dem Mousse morgens als Tagespflege oder Basis für deine Make-up-Foundation auf. Tschüss Unreinheiten, hallo Pfirsichte. Cool. Auch das noch komplett zu, ne? Hörst du das? Mein Freund benutzt gerade die Küchenmaschine, weil er uns was ganz Leckeres macht. Feta-Thymian-Baguette. Ich schau mal, dass ich das Rezept mal unten in die Infobox reinschreibe. Dann kannst du dir das auch mal nachmachen, wenn du möchtest. Easy peasy, total lecker. Na gut, wenn Frauchen hier ständig was bekommt, dann musst du ja auch was kriegen, ne? Oh ja, dann kriegst du ein Yum. Knallt hier richtig mit seinem Schwanz da hinten immer gegen die Kommode. Relax Renewing Body Butter. Renewing Butter, Body Butter, Body Butter. Is formulated with sea water and helps maintain healthy looking hydrated skin. Ja, von Manakata. Genau, Manakata, Leute, ihr wisst Bescheid. Lieblingspuder und die haben halt auch so eine Pflegereihe, scheinbar. Oh, das ist noch komplett zu Maus. Kriegst jetzt auch nichts durch, aber das werde ich mit Freude benutzen. Vielen, vielen Dank. Oh ja, Dr. Pierrico, ihr wisst, ich habe da tatsächlich auch schon eine Kooperation mit denen gehabt, dass ich da Produkte bekommen habe. Ich liebe die Produkte, ich finde sie wirklich gut. Supermarche Le Corp Jeunesse 3 in 1 mit 5% AHA. Das ist eine Bodylotion, die Jugendlichkeit hervorrufen soll. Mega. Für jugendliche Haut. Entspannte, glatte und gleichmäßige Haut. Das geröpst, Sammy. Merkst du was? Hm? Oh, das riecht auch wirklich ganz zart und toll. Oh, und ich liebe es, dass ein Pumpspender mit dabei ist. Und ach, das werde ich auch mit Freude benutzen. Ich weiß nicht. So geile Produkte und nur ein Körper, Leute. Das ist echt traurig, ne? Dankeschön. Noch ein Päckchen. Oh ja, das habe ich mir ausgesucht. Glazed Apple Soap. Das ist von The Body Shop. Und das wollte ich alternativ zu Duschgel mal ausprobieren. Oder als Pinselreinigungsseife zum Beispiel. Riecht aber nichts durch, leider. Doch hier. Ein bisschen nach Apfel riecht es hier durch. Richtig geil. Hm. Glasierter Apfel. Dann habe ich hier das letzte Päckchen. Und hier haben wir drin von Palmolief, die hatte ich schon mal verwendet und die finde ich richtig geil. Die verwöhnende Tonerde-Creme-Dusche. Und ja, ne, die ist natürlich mit Rose, Leute. Mit Rose und ja, ne? Die ist wirklich tatsächlich auch pflegend für die Haut. Und das finde ich selten. Du hast sowas selten, dass dich auch sowas pflegt. Also richtig, richtig geil. Danke. Boah, das riecht so gut. So, das waren jetzt tatsächlich die Produkte, die ich mir bei ihr ausgesucht habe. Was ich ihr geschickt habe, habe ich dir eben schon mal verlinkt in einem Video. Und ja, Sammy hat jetzt auf jeden Fall Spaß mit seinem Spieli und ich werde hier Spaß haben mit meinen Spielzeugen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Marion von Herzen, vielen, vielen Dank. Es macht mir immer wieder so viel Spaß, mit dir ein Tausch-Trash-Paket zu machen, weil das einfach so cool ist. Produkte bekommen ein neues Zuhause und werden einfach wieder... ja, in Verwendung gebracht, sage ich mal. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!